Konstruktionen von Tangerine Dream sind für die meisten Zuhörer zu intelligent angelegt. Ich meine, ihre Musik ist in hohem Maße Musik, die mit dem Stilmittel des Kontrapunkt arbeitet. Es fällt mir schwer, dies zu sagen, da es im Allgemeinen unsinnig ist, im Bereich der Popmusik so künstlerisch zu argumentieren. Aber es bleibt die Tatsache, dass Tangerine Dream klassische Musik macht. Und dieser Umstand erschwert die Aufnahme beim Publikum. Die Gruppe selbst sitzt fast bewegungslos hinter ihren Instrumenten und die Leute hören nur noch regungslos zu. Dazu gehört eine gehörige Portion musikalischer Vorbildung, aber ohne diese Vorbildung kein Hörgenuss. Ich selbst kenne Tangerine Dream nur von 2 oder 3 Live-Auftritten und von Plattenaufnahmen. Aber das Erstaunliche an dieser Gruppe ist, dass sie trotz des hohen Anspruchs relativ frei und gelöst spielt. Und dass das Publikum sie mag, aber nichts mit ihnen anzufangen weiß. Das stimmt nicht. Schließlich ist jede LP in den englischen Hitparaden vertreten. Das heißt, sie wird gekauft. Tangerine Dreams Erfolg war vielmehr ein exaktes Berechnen der Zeit. Die Rolle von Tangerine Dream ist vergleichbar mit der Einwirkung von Reggae-Musik auf den Rock'n'Roll. Von Zeit zu Zeit braucht die Rockmusik eine Spritze, eine Eingebung von irgendwoher. Das passiert alle 3 bis 4 Jahre. Warum versuchen Sie, die Musik auf ein hohes und ein niederes Niveau einzustufen? Es interessiert mich überhaupt nicht, wie ihr eure Musik nennt. Aber Rock'n'Roll ist primitive Musik. Nein, ich bin da absolut anderer Meinung. Rock'n'Roll ist nicht primitiv, sondern elementar, also sagen wir mal ursprünglich. Und das, was mich an Ihrer Argumentation am meisten stört, dass Sie Rockmusik auf eine Ebene zurückholen, die verdächtig nahe in den Bereich einer Kunstdiskussion kommt. Kunst großgeschrieben. Wissen Sie, was Rock'n'Roll ist? Rock'n'Roll ist die Gefühlswelt der Arbeiterklasse. Ich habe das schon mal erklärt. Und wenn Sie mich fragen, ob ich die Festival Hall in London lieber mit der High Society oder Arbeitern aus Liverpool füllen sollte, ich würde die Leute aus Liverpool vorziehen. Und fragen Sie mich nicht, warum. Es ist für mich ein viel größeres Erfolgserlebnis, eine komplizierte Sache, den sogenannten armen Leuten vorzuführen, als der High Society. Okay, die kommen auch ins Konzert, aber die Botschaft ist für die anderen bestimmt. Dies ist, wenn Sie so wollen, meine Botschaft in der Musik. Nein, Musik hat keine Botschaft. Der Gedanke widert mich an. Es kümmert mich nicht, ob die Leute arm oder reich, links oder rechts sind, Kommunisten, Konservative oder Liberale. Ihr Status hat mit der Musik nichts zu tun. Das ist einfach irrelevant. Es ist mir egal, was Sie denken. Die einzige Geschichte, die mich interessiert, ist die Musik. Und ich vermute stark, dass, weil Sie Ihre Musik Rock'n'Roll nennen, dies der einzige Grund ist, warum Sie nicht noch berühmter sind und von mehr Leuten gehört werden als bis jetzt. Es ist töricht, dass Sie darauf beharren, Ihre Musik einen Namen zu geben. Und ich bin gegen jede Art von Namensgebung in der Musik. Ich kümmere mich nicht darum, ob es klassische Musik oder Volksmusik heißt. Das sind nur Namen, Begriffsbestimmungen. Okay, geschenkt. Also an dem Punkt verstehen wir uns. Aber warum dann Rock'n'Roll? Sie haben gesagt, arme Leute ziehen Sie an. Was machen die Reichen falsch? Was ist falsch daran, rechts oder links zu sein oder vom Mond zu kommen? Oder vom Mars oder weiß Gott woher? Warum sagen Sie nicht einfach, wir spielen nur Musik für Chinesen? Ja, okay, aber Sie müssen doch eine Tatsache zur Kenntnis nehmen. Dass 80% der Leute in England, Deutschland, Italien oder Nordamerika Arbeiter sind und nicht zur Oberschicht gehören. Sie glauben im Ernst, dass 80% der Amerikaner Arbeiter sind? Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Tangerine Dream in Amerika keinen so großen Erfolg hat. Ich sage Ihnen, 98% der Amerikaner sind Mittelklasse-Leute. This is not very important. It's really not very important, excuse me. But it doesn't matter whether you call it rock or